Halleluja und Mahlzeit. Guten Morgen. Freuen Sie sich denn, dass der Papst kommt? Ja. Oh, ich habe... Entschuldigung. Ich habe etwas für Sie mitgebracht. Ja. Zuerst mal, wie heißen Sie denn? Kerstin. Kerstin, schön. Sie freuen sich, dass der Papst kommt? Ja. Worauf besonders? Auch Raucher? Ob der Papst raucht, wissen Sie das? Hinterher. Was sind Sie außer evangelisch noch? Kommunist? Nein. Nein. Atheist? Atheist. Kapitalist? Ach ja, möchte ich sein. Aber klappt nicht so ganz. Klappt nicht. Reicht die Rente nicht? Reicht nicht, nein. Ja, schade. Ja, sind Sie von der AOK? Von wem? Von der AOK. Ach, AOK. Ja, nee, habe ich geschenkt gekriegt. So, wer kann am längsten? Wissen Sie, was dann in diesen Häuschen passiert? I'm sorry, I don't speak German. Oh, do you know what is in these houses? No. No. Also, I don't know. I'm sorry. We are looking for someone who knows. Wir wollten, entschuldigen, kann uns bitte jemand sagen, wo der heilige Stuhl versteckt ist? Ich möchte es. Und vor allen Dingen freuen wir uns immer über Gäste aus dem Schwabenland, weil die haben ja Geld. Ja. Würden Sie was spenden für einen Papstbesuch? Würde ich was spenden. Echt, wie viel? Eine Kleinigkeit. Ja, ein Euro hilft. Ein Euro hilft, ja. Würde ich jetzt spenden. Ja. Wir sind auf Sammeltour sozusagen. Würden Sie was geben? Entscheiden? Nö, eigentlich für den Papst nicht. Wenn wir so kein Geld zusammenkriegen, probieren wir es eben auf die harte Tour. Hä?